Boeing. Jetzt. Hm, weißt du, wer das ist? Mutti. Mutti, genau. As you can see, the lead Typhoon has already dropped in right next to the intruding aircraft. His task is to identify it first of all. His wingman is sitting behind him to cover him just in case the intruding aircraft does something unusual. Und das wird so gemacht, dass einer der beiden Abfangjäger in einer hinteren Position zurückbleibt. Was das initiiert. This particular aircraft, CH-53, from Helicopter Squadron 64 at Holtzdorf. And ladies and gentlemen, it should get some more cooler on the flight line in a few minutes. Person inklusive eines Hundes abgewünscht wird, um zum Beispiel vermisste Personen zu suchen. Now the first helicopter, the Smoky, has cleared an area of the fire, so coming in now, one of the most famous transport helicopters ever built, the Bell UH-1D Huey. And what's going to happen is that in order to help find the person who's lost in the fire, a man and dog team
are going to be lowered down into the clearing that the CH-53 made. In this case, this is one of the paratroopers from the 31st Regiment with his dog. But in real emergencies, the German Army often cooperates with the Red Cross, who have search and rescue dog teams specialised in this kind of scenario. Hier wird der Hundeführer mit seinem Tier von einem Fallschirmjäger vom Fallschirmjägerregiment 31 aus Seedorf in Niedersachsen exemplarisch dargestellt, da die Bundeswehr ihre Hundeführer und Hunde für militärische Zwecke ausbildet. Zur Durchführung im Realfall werden zivile Hundeführer, zum Beispiel vom Roten Kreuz oder dem THW, aufgenommen. Personen, die jetzt nah an der Flightline stehen, könnten vielleicht ein bisschen erfrischende Wassertropfen zu ihnen rüberkommen. For all of you down on the flightline, it's going to get a lot cooler in the next few seconds. Wasser sind noch Stoffe beigemischt, um zum Beispiel eine bessere Löschwirkung oder auch zu erzielen. In der letzten Minute mit viel Information etwas ganz richtig zu schaffen. Ist ursprünglich aus Norddakota gekommen. Sie haben eine Aussage. Kia Kalua, das heißt auf Hawaiisch Guardians of the Upper Realm. Du hast die Gang? Ja, weil man da ansteht. Wow, was für ein. Jet-Antrieb bei der Airbus A350 X-WW über den Elektroantrieb. Jetzt zurück zu einem Rollmotorflugzeug mit mächtigen Doppelsternmotoren zur B-25 Mitchell und kurz darauf dann auch noch zur DC-6 mit ebenfalls Doppelsternmotoren und sogar 4 Stück. Den Sound müssen wir uns anhören. A wonderful sound just leaving the main runway. A pair of Wright Cyclone R2600s, both producing 1,700 horsepower, very large piston engines, but now an even more wonderful sound. Thank you.
So what you've just listened to, ladies and gentlemen, is pretty much the ultimate developments of the piston engine. The two aircraft involved, of course, the first aircraft coming back overhead now, the North American B-25J Mitchell, and the large transport aircraft just completed its takeoff roll and turning at the end of the runway is a Douglas DC-6B, one of the world's first intercontinental ranged transport aircraft. Well, just taking to the runway now, a Lufthansa aircraft, and in keeping with our theme of innovation and the latest technology, this is the latest version of the A320 airliner, one of the best-selling airliners ever built, and this is the A320neo. On its fuselage, you'll see a motto saying, first to fly, less noise, less fuel, less CO2, because this aircraft does all of that. Ja, und rein äußerlich sehen wir bereits den Unterschied zum normalen A320 in Anführungszeichen, der auch hier steht von der DLA, wie diesen kleinen Winglets am Flügelende und diese großen sogenannten Sharklets, also diese Flügel, die außen nach oben gehen an dem A320neo. On the A320 in the static park from DLR, you'll see that it has very small winglets on the end. These reduce drag, make the wing more efficient. But on the A320neo, you'll see these have changed into very much larger things called sharklets. They make the wing extremely... Ja, und meine Damen und Herren, die ILA 2016 steht ja unter dem Motto Neuigkeiten, Innovationen. Und nicht nur in der Luft, sondern auch am Boden wird so einiges vorgeführt hier. Und jetzt, was für ein Sprung in der Zeit. Wir haben gerade eben den A320neo gesehen und jetzt gehen wir, naja, 80 Jahre fast zurück und am Start die Me-262. Thing to see in flight. The incredibly important, incredibly historic Messerschmitt ME-262. Ja, und das ist so wunderbar. Die Maschine komplett zerlegt und alle Teile einzeln kopiert. Well, ladies and gentlemen, the story of this aircraft is an amazing one. Back in August 1993, the US Navy owned a two-seat version of the aircraft. It was actually a trainer version. Two-seaters were used as both trainers and radar-equipped knife fighters. But this aircraft, every single piece of it was taken apart and then copied. The idea being to produce five exact copies of the 262. Startete im Mai 96 eben die Herstellung der Hauptbaugruppen und das ganze Projekt wurde 1929, die Ihnen heute dargebracht wird von der polnischen Luftwaffe, jetzt am Start die MiG-29 Fulcrum. Well, ladies and gentlemen, taking to the runway now, another visitor from the Polish Air Force 303 Squadron, the MiG-29 Fulcrum. Kilogramm. A very big aircraft, this. 45.1 meters long, 42.3
2.36 metres in span and 14.7 metres high. Has a maximum takeoff weight of 141,000 kilograms. Jetzt, wo das Ausladen beginnt, die Ladeklappe ist bereits geöffnet und jeden Moment kommen aus dem A400 die Fahrzeuge von Typ und Golf. Übergebe ich gerne wieder an Hauptmann Mitch Seile vom Deutschen Heer, der den Job des Kommentators übernehmen wird für die nun folgende Evakuierungsübung. Das ist eine ganz interessante Übung und sehr realistisch, meine Damen und Herren. Willkommen zurück hier oben, Mitch. Vielen Dank, Bernd. Ja, diese Situation könnte jeden von uns treffen. Deshalb werden wir ihn jetzt demonstrieren, so ungefähr in den nächsten 17 Minuten, im Verbund mit den Unterstützern. In such a situation, negotiations and diplomatic actions are the most important means to defuse the crisis and thus enable the citizens to leave the country. But where crisis management fails and a threat to general European citizens cannot be averted, the possibility of employing armed forces may be considered. The following exercise, called a non-combatant evacuation operation, is a highly condensed illustration of a combined operation that employs both helicopters and fixed wings. Möglichst ohne Zeitverzug zu gewährleisten. Aufgrund der exakten Planung und durchgeführten engen Koordination treffen nun auch die luftgestützten Evakuierungskräfte ein. Protected by paratroopers, the vehicles carrying the evacuees, known as Echoes in military jargon, are about to reach the landing zone. At this point, waiting transport helicopters are called forward in order to guarantee that the Echoes will be picked up with as little delay as possible. And thanks to the accurate planning and close coordination measures taken earlier, the airborne evacuation forces are now arriving as well. In diesem Fall ist es, abgestimmt auf die Anzahl der zu evakuierenden Personen, ein mittlerer Transporthubschrauber vom Typ Sikorsky CH-53. Dieser landet jetzt auf der durch die Einsatzleitgruppe festgelegten und über Funk angesprochenen Landefläche, um die zu evakuierenden Personen aufzunehmen. In this case, because of the large number of people to be evacuated, a Sikorsky CH-53 medium transport helicopter is used. This helicopter now lands in the area determined by the FAT Pathfinder squad and communicated to the helicopter by radio to pick up the evacuees. Zu evakuierenden Personen zum Hubschrauber zu bringen, fahren die Fahrzeuge nach der Landung des Hubschraubers direkt. Schweizer Präzision und Zuverlässigkeit auf
seit mehr als einem halben Jahrhundert. Die Patrie Suisse der Schweizer Luftwaffe gilt als Visitenkarte der Schweizer Armee und repräsentiert mit ihrer Show die typisch schweizerischen Werte im In- und Ausland. Sie sehen in den nächsten 20 Minuten höchste Präzision, Disziplin und Dynamik, zuverlässiges Teamwork bei Geschwindigkeiten von knapp... Das Rückgrat der Schweizer Luftverteidigung. Imposante Bergketten, urige Täler und das größte zusammenhängende vergletscherte Gebiet der Alpen, das ist das UNESCO-Welterbe Jungfrau Aletsch. Die Figur Eiger zeigt den zu dem Kulturerbe gehörenden 4000 Meter hohen Berg mit seiner imposanten und weltweit bekannten Nordwand. Meine Damen und Herren, die Patrie Suisse in der Figur Eiger. In die Figur Hose auf. Schwingen ist eine in der Schweiz gepflegte Form des Ringens und gilt als Schweizer Nationalsport. Der Hoselupf ist eine Taktik, bei der man den Gegner am Hosenbeinbund und am Bauchgürtel fasst, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen und ins Sägemehl zu drücken. Flugzeuge schieben sich nur ein bisschen nach vorne und die neue Figur Melkstuhl ist entstanden. Auch der Melkstuhl ist typisch für die Schweiz, denn dieser wird noch heute von den Bauern auf der Alp benutzt, um deren Kühe zu melken. Die Schweizer Alpenmilch wird hauptsächlich zur Herstellung von Schweizer Käse verwendet. Die beiden Solisten haben den Hauptverband verlassen und eröffnen das Soloprogramm. Kapitän Kyle Lascher, der erste Solist, und Hauptmann Michael Meister, unser zweiter Solist, zeigen Ihnen eine Umkehrkurve gefolgt von einer Walze mit der Eingangsgeschwindigkeit von ca. 700 Stundenkilometer. Die Belastung auf den Körper beträgt etwa 3 bis 4 G und der Durchmesser dieser Figur beläuft sich auf ca. 1,5 Kilometer. Sicht und ohne technische Hilfsmittel geflogen. Der Verbandflug, den Sie hier sehen, ist also reine Handarbeit. Wenn Sie nun gerade ausschauen, meine Damen und Herren, der Hauptverband in der Figur Bucks. Hier ist großes Fingerspitzengefühl gefragt und räumliches Vorstellungsvermögen muss vorhanden sein, da die Piloten mit einem ungewöhnlich großen Abstand von 15 Metern fliegen und so wenige Bewegungen kommunizieren, um sich danach in der Mitte der Vorführachse zu kreuzen.
Simon Billeter. Die Piloten in seiner Gruppe sind Rudolf von Freiburg aus und in der Mitte im Gunnar Jansen. Plattform der Schweizer Luftwaffe und bietet eine umfassende Eignungsabklärung für zukünftige Militärpiloten. In einer Linkskurve eindrehend gegen den Flugplatz Schönefeld fliegend für das Finale Grande. Und auch hier schalten wir live ins Cockpit von Simon Billeter.